bis zum 11. November veranstalten die Stadtwerke Rostock die traditionelle Lichtwoche. Überall in der Innenstadt werden die Besucher täglich ab 16 Uhr wieder mit Lichtern aller Art verzaubert. 200 LED-Installationen erhellen die Dunkelheit. Funkelnde Straßenkünstler und Walking Acts bringen so manchen zum Staunen. Noch im vergangenen Jahr hatten die Stadtwerke Rostock aufgrund der Energiekrise nur ein kleineres Straßenkunstfest auf dem Universitätsplatz ausgerichtet. Ja, die Ausgangslage in diesem Jahr ist deutlich besser. Die Gasspeicher in Deutschland sind fast voll gefüllt und wir wollten den Menschen in dieser doch dunklen Jahreszeit wieder Zuversicht und Licht spenden und freuen uns, dass in diesem Jahr wieder die Lichtwoche stattfinden kann. Weil das Straßenkunstfest 2022 aber so gut angekommen ist, wurde der Mitmachzirkus übernommen. Er findet im Klostergarten statt. Hier erwartet die Besucher ein Familienfest und sogar Kinderkino. Außerdem gibt es eine Feuershow und eine Laternenwärterführung. Besonders schöner Hingucker, die Pani-Projektionen am Rathaus, dem Kröpeliner Tor und dem Steintor. Nicht nur die Augen, sondern auch die Ohren soll die Lichtwoche erfreuen. Am Donnerstag haben wir unser Benefizkonzert für den guten Zweck. Dort musizieren junge Talente der JARO für den guten Zweck. Und man kann Karten noch im Haus der Stadtwerke bis zum Donnerstag erwerben. Wie jedes Jahr sorgt, wenn es langsam kälter wird, der Heißgetränkeverkauf auch für warme Gedanken und Gefühle. Das Schönste daran, der Erlös wird für gemeinnützige Vereine gespendet. Diese können sich noch bis zum 17. November bei den Stadtwerken Rostock bewerben. Insgesamt sollen 10 regionale Vereine von den Spendengeldern profitieren.